Seht ihn an, den Doktor. In der Ecke hockt er. Zwitschert ein und macht Krach. Legt die Oberschwester flach. Holla hier. Okay, das war Otto. Wie ist das jetzt hier? Jetzt bin ich dran mit Herzchirurgie. Genau. A, W, I, R. Ja, ist doch alles ganz easy. Dass du dich da so anstellst. Jetzt pass auf. So, Hand nach unten. Dann. Du musst das beherzt nehmen, festhalten und dann auf den Kopf von dem Patienten ziehen. Ach ja, auf den Kopf. Nee, das schmeiß ich einfach hier runter. Ja, der soll das doch nicht sehen. Stell dir mal vor, dass die hier die Betäubung nicht wirklich funktioniert. Was? Anästhesie-Schwester wieder Scheiße gebaut und dann guckt der dazu. Hallo. Ja, der muss ja da auch nichts. Ja, Grutze, fix. Wie filigran Daniel das tun nennt. So, ich mache es. Weg mit dem Scheiß hier, komm. So. Da so, wie ging es weiter? Ich frage mich echt, wozu dieser Knopf hier ist. Drück mal drauf. Wenn man da aufdrückt, geht der Brustkorb auf. Oh. Vorsicht, die Knochensäge, dass nicht zerkratzt. Dass der Patient nicht voll Säge geht. Wie? Ach so, ist mit Drehen, okay. Genau, mit rechtem Stick, rechte Taste drehst du das. Wer gerade erst zuschaltet, ihr könnt diesen Quatsch hier kostenlos im Browser spielen. Da muss man nur dieses Unity 3D-Plugin installieren, dann kann man das einfach so spielen. Nichts muss installiert werden. Okay. Säge dreht sich und jetzt langsam auf die Rippen mit Gefühl. Ja, ja. Nicht in die Lunge rein. Hallo. Du sollst keine Zahnarztabsauggeräusche machen. Ich versuch das hier ein bisschen Stimmung zu machen. Oh. Weißt du was, ich drehe jetzt meine Hand ein bisschen. Was sagst du denn dazu? Boah. Und jetzt? So vielleicht, ja? Und so. Jetzt, ja, und jetzt? Pass auf. Jetzt gehst du da runter wie ein Gabelstapler. Ja. Zack, oh, siehst du? Einmal schön. Zweimal. Dreimal. Ich finde, ich mache das sehr professionell. Ich finde es geil, wie die Knochen mit Blut gefüllt sind. Ist das so? Sag mal. Kinder, könnt ihr mal kurz, kann man bitte kurz einer bei euch zu Hause ausprobieren und seine Knochen auch mit. Nein, macht das bloß nicht. Kinder, nicht eure Knochensäge jetzt. Au, au, au. So, das sah schon mal ganz gut aus, finde ich. So, jetzt nehmen wir hier die Lunge raus, weg. So. Der hat noch eine, der braucht keine ja, zwei. Ja. Die zweite musst du mal lassen. Ne? Doch. Moment. Wieso? Ja, weil der eine braucht er doch. Aber wozu denn? Der überlebt es doch eh nicht. So, tschüss da. Da liegt doch super da. Weiter geht's. Das wäre übrigens voll lustig, wenn es so OP-Twister gibt. Echt Lungenflügel auf. Hast du eine Ahnung, da gibt es eine Dunkelziffer. So. Was hast du jetzt in der Hand? Weiß ich nicht. Hoppla. Ja. Wir müssen wieder. Ich bin ein bisschen hektisch jetzt. Ich muss da ein bisschen aufräumen da drin, sonst wird das nichts. Ja, weil du halt auch nicht besoffen bist. Flachzange, ihr könnt nicht betrunken zur Arbeit kommen. Ihr seid keine Piloten. So, du bringst mich ja ganz aus dem Konzept. Au, oh Mann, jetzt ist der schon kaputt. So ein Misspatient. 2,56 finde ich war am Anfang gar nicht so schlecht. Ja. Gleich bin ich besser. Bis gleich. Wir probieren es nochmal. Da wären wir wieder. Zweiter Versuch für mich. Das ist ja bei echten OPs auch oft so, dass es erst auf dem zweiten Patienten klappt. Ja. So, also, ganz vorsichtig. Das Tüchlein hier. Ete petete. So, dann fahren wir. Ach komm, weg mit dem Scheiß. So. Was das Geile ist halt echt, ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare drunter von Leuten, die das in der ESL spielen. Ja, ja. Oh. Aber eigentlich, das wäre der Wahnsinn. Das würde ich mir ohne Scheiß im Livestream angucken. ESL-Finale, Herztransplantation. Ich muss das jetzt anders machen, weil die so bis die Säge ein bisschen ungünstig liegt. Deswegen nehme ich die jetzt so. Jetzt pass auf. Mit in Radio. Ja, damit auch Stimmung ist im Brustkorb. So, ich orientiere mich mal anhand des Schattens. Ja, okay. Wenn das Teil drunter vibriert, ist genau genug Druck. Genau. Ich glaube, das Problem ist... Die Rippen sind echt voller Blut, da stimmt doch was nicht. Du musst mal schauen, ich glaube, wenn du das unterste wegsägst, wird das ganze Ding instabil. Du musst jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite weitersägen. Ja, das, da bräselt es euch schon so. Ja. Ich glaube, ich muss diese eine Rippe hier mal beiseite schmeißen. So. Du auch noch. Genau, und du auch noch. Und den einen noch. Jawohl, so. Top!
Jetzt die Säge, die liegt Gesicht. Da ganz gut. Jetzt muss ich erstmal den ganzen Scheiß hier rausnehmen. Achtung, erstmal das Brustbein. So. In die Büsche mit dem Scheiß. Weg. So, ab in die Büsche mit dem ganzen Scheiß. Löwenzahn. Oh, ihr seid. Ja, Fiona, was machst du denn da? Herzpanzer, da ist er so. Sucht mal. Richtig reden. So. Sucht mal nach Harald Schmidt Löwenzahn. Löwenharn. 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 Heute Paul Fröhlich und der Igel. So, die Lunge legen wir mal hier ab. Das Lüngerl, das ist das Beste. Na. Bist du jemand, der so saure Lunge und so Scheiß isst? Ich esse total gerne Leber. Ja. Aber. Schau mal. Was? Reingeschaut. Ja, hau zu halt jetzt. Geht jetzt nicht. Oh Mann. So, Rippe raus. Ihr habt auch alle reingeschaut. Wenn grad, ordentlich jetzt auf dem Oberarm. Wenn gerade neben euch einer sitzt, dann bitte vollstrecken. Danke. Wer das nicht kennt, der ist, ich weiß nicht, kennt man das in ganz Deutschland? Just say the word. Nee. Why don't you just say the fucking word? Nee. Was steht hier? RPWA steht auf dem seinen Knöcheln. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, wie ich an diese andere Rippe rankomme. Ach, so geht's ja auch noch. Okay, so vielleicht. Ich bin ja hier ganz vorsichtig im Pool, das alles schön nach draußen, siehst du? Was für euch da draußen vielleicht nicht nachvollziehbar ist, bei uns bei GameTube passiert sowas mit der Hand, also mit der echten Hand jeden Tag auch so. Ach so, so kann man das ja auch bewegen, das ist ja Wahnsinn. Mach dich hier nicht bitte über unsere Mitbürger lustig, die ihre Gliedmaßen nicht unter Kontrolle haben. So, wie kriegen wir jetzt das Herz daraus? Skalpell, oder? Ich meine, so eine Aorta schneidet man doch nicht mit so einem, mit so einer Säge ab. Ich glaube, das kommt ganz auf die Tagesform an. Mit einem Hammer vielleicht? Kugelschreiber. Und dann hau ich mit dem Hammerchen mal auf Spaß. Ich räume mal ein bisschen auf. Das ist jetzt die Prio. Weg, so. Der stirbt übrigens gleich weg. Schnell auf das Radio rein. Boah, fuck, der ist echt fast tot. Das Radio rein. Oh Mann. Wieso stirbt der so schnell? Ich weiß, ich war doch echt nicht schlecht, nur weil ich ein bisschen in die Rippen reingesägt habe. Magst du es noch einmal probieren? Ja, einmal probiere ich es noch. Okay. Das ist echt unfair, das war ich so gut. Das sagen die im echten OP auch immer. Na gut. Dritter Versuch für mich beim Surgeon Simulator. Ja, die Kontrollen haben wir mittlerweile. Aller guten Dinge sind drei, sagt der Arzt ja dann immer auch zum Kassenpatienten. Ne? So, jetzt greife ich mir mal hier diesen Knopf. Ja, ich finde, das mit dem Tuch habe ich schon ganz gut raus. Komm. Das ist auch das Wichtigste bei einer Herztransplantation. Wie man das Tuch wegbekommt. Ja. So. Also mit der Knochensäge, mit der elektrischen, da kriegt man zwar die Rippen ab, aber auch den Patient recht schnell tot. Das heißt, andere Taktik, aber welche? Einfach das Herz reinjubeln. Wie einfach Herz rein und Tuch wieder drauf. Ja. Und dann mit dem Hammer. Ich schaue jetzt mal, ob ich das Herz nicht doch rausbekomme, ich würde ihm gerne das Radio einbauen. Wie der Mann mit dem Tuch. Ja, aber eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Mann mit dem Radio im Brustkorb. Jetzt komm. So. Was machst du jetzt? Unordnung. Unordnung im Brustkorb ist ja auch so ein Lehrfilm. So. Hallo. Was machst du denn? Ich muss meine Hand ein bisschen anheben jetzt, aber so, jetzt ganz vorsichtig. So. Der etepetete Chirurg. So. 113 Milliliter sind schon weg. Du musst, glaube ich, echt, wenn du nur eine Seite rausmachst, dann hat der noch. So meinst du? Ja, genau. Und jetzt. Jetzt den untersten noch. Die eine Lunge, die will mich attackieren. Kill it with fire. Was machst du denn? Ich übe. Um Himmels Willen, der läuft aus. Ja, jetzt, warte mal. Ah, weg mit dem Scheiß. Das ist so rausgesäbelt. Das ist eine Delikatesse. Ja, ne? Bisschen Majoran, bisschen Senf. Raffiniert. Nee, raffiniert sind nur Gerichte mit Fenchel. Ach so. Komm. Ah. Wieso hat eigentlich Tim Melzer keine OP-Show? Noch nicht. Tim, wenn du zuhörst. Es gab ja schon Live-OPs. Echt? Ich weiß nicht, ob es eine Herztransplantation war. So, die Lunge mal schön beiseite. Oder irgendwas konnte man mal live im Fernsehen mitverfolgen. Wahrscheinlich irgendwie so was Langweiliges wie ein Blinddarm oder, oder so ein Schmarrn. So. Hallo. Was willst du machen? Die Lunge rausholen? Ja, ich will da irgendwas rausholen. So, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Ich finde das so super, wie halt Ärzte, die zuschauen, sich total ertappt fühlen, dass wir das ohne jegliches Grundwissen genauso nachstellen können. Ja. Nur, dass wir nicht besoffen sind.
Wir haben es jetzt gerade mit der ganzen Ärzteschaft verschissen übrigens. Das heißt, Unterwärme hat nicht mehr. Er hat ja nur noch zwei Liter Blut in sich. Okay, jetzt reicht's. Kannst du nicht mehr Blut nachkippen? Nein, jetzt wird gesägt. In die Pulsader. Das hat doch alles stimmt. Keinen Sinn mehr. So, und da sauber reingesägt. Oh Gott. So, und weg die Säge. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Scheiße, der stirbt mir weg. Los, Lungenmassage. Los. Krieg doch die scheiß Lunge hier nicht raus. Ja, dafür tue ich die andere rein. Lungenmassage heißt übrigens nicht, dass man die rausmacht und dann zum Massieren schickt. Ich komm nicht in den Brustkorb rein mit der blöden Hand. Hallo, Hand. Geh doch mal rein da. Ach komm. Was gibt's denn hier noch? Die baut sich das Herz da ein. Ja. Jetzt wurscht. Ist schon tot. Naja. Also aus mir wird kein Doktor mehr. Meinst du nicht mehr? Nee. Wir haben alles versucht. Wir haben es fast geschafft. Betet, dass ihr nie krank werdet und wir dann für euch zuständig sind. Wenn doch, dann könnt ihr wenigstens vorher noch ein Autogramm von uns haben. Und das ist doch auch was wert. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da Bock drauf habe. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Demnächst weitere Simulatoren auf GameTube und andere Let's Plays und. Bis dann. Ciao. Servus.